Und jetzt, liebe Zuschauer, lassen wir eine Frau hochleben, die vor genau 75 Jahren in einem Kaff in Tennessee geboren wurde, und zwar als Anna May Bullock. Die Welt aber kennt sie natürlich als Tina Turner. Und wenn Sie jetzt fragen, warum eine Europasendung eine Amerikanerin feiert, dann fällt die Antwort kinderleicht. Tina Turner hat seit ein paar Jahren die Schweizer Staatsbürgerschaft und lebt am Zürichsee. Solveig Frick war in Küsnacht. Château Algonquin. Weihnachtlich dekoriert. Das Zuhause von Tina Turner im schweizerischen Küsnacht. Zu ihrem 75. Geburtstag hat die Sängerin außerdem ihre Gemeinde beschenkt. Eine Weihnachtsbeleuchtung im Wert von 250.000 Franken. Ja, ich denke, jedes Geschenk ist großzügig und das ist ein speziell großzügiges Geschenk. Also es passiert auch uns nicht alle Tage, dass uns von einer Bürgerin oder einem Bürger etwas geschenkt wird. Hier am Zürichsee heiratete Tina Turner unter großem öffentlichem Interesse ihren langjährigen Lebensgefährten Erwin Bach. Es scheint, als habe die weltbekannte Sängerin hier endlich ihren sicheren Hafen gefunden. Angefangen hat alles mit ihm, Ike Turner. Er entdeckt die Stimme von Anna May Bullock und holt sie zu sich auf die Bühne. Sie wird Tina Turner. Gemeinsam sind sie das Dream Team. Ihre Stimme und seine Lieder. Sie heiraten. Doch während Tina Turner immer bekannter wird, will seine Lieder kaum jemand hören. Ike Turner reagiert gewalttätig. Er nimmt Drogen. Als sich Tina von ihm trennt, beginnt sein Abstieg. In den 70er Jahren verlässt sie ihn und zieht die vier gemeinsamen Söhne alleine groß. Jetzt beginnt ihr Aufstieg. In den 80ern folgt ein Hit auf den anderen. Über Jahre bestimmt sie die Charts. Heute zählt sie zu den erfolgreichsten Musikerinnen überhaupt. Seit einigen Jahren ist Tina Turner Schweizer Staatsbürgerin. Heute, an ihrem 75. Geburtstag, werden um Punkt 16:45 Uhr in Küsnacht die Lichter angehen.